Heute zeige ich dir 25 Dinge, die du nach dem Champion strahlender Diamant leuchtende Perle generell oder täglich machen kannst. Ich denke, das erste ist auch zeitgleich das wichtigste. Um überhaupt in der Story weiterzukommen, müsst ihr den regionalen Pokédex der Sinnoh-Region vervollständigen. Das hört sich tatsächlich erstmal schwieriger an, als es ist. Es gibt ein paar Pokémon, die man eventuell verpassen könnte, wie zum Beispiel das Coverlegi oder Driftlon, welches ja nur freitags vor dem Windkraftwerk auftaucht. Aber die meisten anderen Pokémon kann man ganz einfach sehen, wenn man gegen jeden Trainer gekämpft hat. Die paar fehlenden Einträge hat man sicherlich schnell zusammen. Dann kann man zu Professor Eibe zurück und bekommt dafür den nationalen Pokédex von Professor Eich geschenkt. Wenn ihr schon gerade in St. Gemme seid, dann könnt ihr jetzt auch noch gleich was anderes erledigen. Denn dort kann man sich die Funktion für Pokémon-Schwärme freischalten. Ihr findet in dem Haus ein kleines Kind, mit dem ihr sprechen solltet. Habt ihr einmal mit ihr gesprochen, wird euch tagtäglich angezeigt, wo Pokémon-Schwärme auftreten. Seit 1.1 ist es übrigens so, dass das auch euch grafisch angezeigt wird. Das ist allerdings nur ein optischer Effekt, das heißt, ihr könnt nicht mit dem Pokémon interagieren oder in sie reinlaufen. Das nächste ist es, euch den sogenannten Superfangpin abzuholen. Dazu müsst ihr zu Hotel Prachtsee gehen. Dieses Hotel befindet sich in der Nähe von Weideburg und kann erreicht werden, indem man dort nach Osten geht. Beim Swimmingpool, das obere Haus, ist die richtige Adresse. Spricht mit der linken Person hinten, um euch diesen Pin abzuholen. Wie der Name verrät, wird dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang zu landen. Zur Erinnerung, das ist, wenn der Ball in der Luft wackelt und er nur noch einmal wackeln muss, damit das Pokémon drin bleibt. Im selben Haus könnt ihr übrigens ein weiteres Gadget bekommen. Nostalgiker werden es sicherlich lieben, denn es ist der sogenannte DS-Player. Die Adresse ist die gleiche, nur die Person ist eine andere. Den DS-Player erhält man nämlich von dem Gitarristen. Ähnlich wie beim GB-Player aus Pokémon Heart Gold könnt ihr so alte Sounds aus der Sinnoh-Region abspielen. Ganz in der Nähe beim Swimmingpool ist vielleicht euch auch schon der Schwimmer aufgefallen. Mit diesem solltet ihr ebenfalls jetzt sprechen. Speichert aber lieber das Spiel, denn Morimoto verwendet ein kompetitives Team und tauscht auch gerne mal die Pokémon aus. Die Stärke des Trainers ist ungefähr vergleichbar mit der der Top 4. Falls ihr also in der Liga Schwierigkeiten hattet, solltet ihr vorher vielleicht lieber nochmal etwas trainieren. Habt ihr über Morimoto gesiegt, erhaltet ihr den sogenannten Ovalpin. Der Ovalpin erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein Ei in der Pension zu erhalten. Er erleichtert euch also die Zucht eurer Pokémon erheblich. Von dem ganzen Hin und Her beim Hotel kann man ziemlich gestresst sein und deswegen ist jetzt Schlaedel die erste Adresse für euch. Dort könnt ihr nämlich in einem Haus eure Pokémon massieren lassen. Dadurch erhöht sich der Zutraulichkeitswert einiger Pokémon. Sie können so besser Attacken ausweichen oder eher einen Hit überleben und so weiter. Für manche Pokémon wie Riolu oder Togepi wird aber auch der Zutraulichkeitswert benötigt, damit sich die Pokémon weiterentwickeln können. Dies könnt ihr jeden Tag einmal machen. Ihr bekommt sogar Sticker für eure Pokébälle geschenkt, wenn ihr das macht. Falls man übrigens unter seinen Freunden angeben möchte, dann ist eine weitere wichtige Adresse in Schlaedel. Dort befindet sich nämlich die Modewelt Metronom. Ich denke, wenn man die Hauptstory abgeschlossen hat, dann sollte man wirklich auch in Erwägung ziehen, alle Outfits zu kaufen. Das ist natürlich ein längerfristiges Ziel, ihr müsst euch jetzt nicht sofort alle Outfits kaufen, wenn ihr in Schlaedel seid, aber nur, dass ihr es im Hinterkopf behaltet, wenn ihr andere Outfits anziehen möchtet. Das nächste ist die DV-Richter-Funktion und ich denke gerade für den After-Story-Bereich auch ziemlich sinnvoll. Denn jetzt mal ehrlich, wer will nicht wissen, ob sein Team perfekt ist oder eher nur so lala? Im Duellturm an der rechten Seite solltet ihr mit dem NPC sprechen. Tatsächlich ist das alles, ihr braucht nicht irgendwelche weiteren Konditionen zu erfüllen. Auf eurem PC könnt ihr dann abchecken, ob die Pokémon eher gut oder eher schlecht sind. Das nächste sind definitiv die Untergrundhändler. Ich habe ja schon in meinem Untergrundguide erwähnt, wo ihr die jeweiligen Händler finden könnt. Diese solltet ihr aber auch tagtäglich aufsuchen, denn das Angebot wechselt. So könnt ihr mehrere TMs kaufen, auch jene, die noch nicht in eurem Besitz sind, und ich denke, das ist auch sehr sinnvoll, wenn man das Attackenset seiner Pokémon noch ergänzen möchte. Einige Sachen befinden sich in Jubelstadt, welche ihr täglich machen könnt. Genauer gesagt befinden sie sich bei Jubelstadt TV. Das erste ist definitiv das Lottospiel, bei dem ihr wie in anderen Generationen auch schon verschiedene Preise gewinnen könnt. Auf der linken Seite die NPCs kann man übrigens täglich herausfordern. Fürs Lotto würde ich aber vorher alle Ingame-Tausch-Events machen. Ja, auch das Alpollo, welches einen Ewigstein trägt, auch wenn man das nicht braucht. Trotzdem erhöht auch das Alpollo die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beim Lottospielen gewinnt. In dem oberen Stockwerk von dem Mann, wo ihr auch Geheimgeschenk bekommt, könnt ihr übrigens täglich
täglich irgendwelche Sticker bekommen. Wenn euch das Sticker-Feature nicht interessiert, könnt ihr natürlich diesen NPC ignorieren. Solltet ihr noch nicht alle Pokémon des Sinnoh-Dexes eingefangen haben, solltet ihr zum Großmoor gehen, in Weideburg. Schaut durch das Fernglas dort, um festzustellen, welches Pokémon häufiger auftauchen kann. Die Tages-Pokémon haben eine Chance, zu 10% häufiger aufzutauchen. Das erleichtert euch natürlich die Suche erheblich. So ein Tages-Pokémon gibt es auch auf Route 212 bei Herrn Reichedel auf seinem Landgut. Ihr solltet euch übrigens das Pokémon merken, welches auftaucht. Denn die Reihenfolge der Pokémon ist nicht zufällig, sondern richtet sich nach der nationalen Pokédex-Nummer. Dieses Tages-Pokémon kann dort mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% angetroffen werden. Auch das Pokémon des Vortages lässt sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% antreffen. Auch die Rematches im Restaurant sind sehr sinnvoll. Dieses Restaurant befindet sich ebenfalls bei der Hotelanlage und ist vor allen Dingen deswegen sinnvoll, weil man so ziemlich schnell leicht Geld farmen kann. Beachtet aber die Öffnungszeiten, denn nur von 9 bis 23 Uhr ist das möglich. Auch nach Trostu solltet ihr täglich einen Abstecher machen. Direkt neben dem Pokémon Center könnt ihr dem Mann ein gewisses Tages-Pokémon zeigen. Solltet ihr das Pokémon bereits gefangen haben, reicht es einfach aus, mit ihm nochmal zu sprechen. Ihr erhaltet von ihm dann diverse Pokébälle, die ihr dann verwenden könnt. In der Nähe des Hamanasu-Parks befindet sich übrigens auch ein Mann, von dem ihr diverse Gurte wie den Expertengurt erhalten könnt. Dazu ist etwas Glück erforderlich, denn ihr braucht ein Pokémon mit einem bestimmten Level. Solltet ihr das Pokémon mit dem richtigen Level haben, bekommt ihr einen Gurt geschenkt. Dieses Event könnt ihr ebenfalls täglich wiederholen. Auch beim Bärenmeister solltet ihr vorbeischauen, wenn ihr einige kostenlose Beeren haben möchtet. Dieser befindet sich in der Nähe von Herzhofen, in dem man die Route nach Westen geht. Das erste Haus oben ist das Haus des Bärenmeisters und von dem erhaltet ihr diverse Beeren. Falls ihr übrigens auf den Geschmack von Beeren gekommen seid, gibt es eine weitere kostenlose Beere bei Weideburg. Hier könnt ihr die attackenschwächenden Beeren bekommen, die zum Beispiel die Stärke von Feuer- oder Wasserattacken reduzieren. Das Haus befindet sich südwestlich in Weideburg und wie gesagt, das könnt ihr tagtäglich machen. Ihr seid gierig wie ein Schlaraffel nach Beeren? Kein Problem. Denn in Flori im Blumenladen ist die nächste tägliche Beere, die ihr euch abholen könnt. Die Dame im Blumenladen ist halt wirklich null zu verfehlen. So langsam aber sicher sollten wir jetzt zum Endgame kommen. Die Afterstory an diesem Punkt zu vervollständigen ist wirklich sinnvoll. Wir haben den nationalen Pokédex, man kann jetzt also überall hingehen und auch die legendären bzw. normalen Pokémon, die es halt in Sinnoh gibt, einfangen. Das ist vielleicht auch eine etwas größere Aufgabe, die man nicht an einem Tag machen möchte, aber es ist definitiv sinnvoll an diesem Punkt. Es geht hier gar nicht so sehr darum, dass ihr die täglichen Events jetzt 50 Mal gemacht haben müsst, um dann die Afterstory zu vervollständigen, aber einmalig solltet ihr sie schon gemacht haben, weil ihr einfach dann ein bisschen besser vorbereitet seid. Auch etwas später würde ich allgemein die Rematches gegen die Arenaleiter, gegen den Rivalen und gegen die Top 4 machen. Ich kann mir vorstellen, dass viele direkt nach der Liga nicht unbedingt Lust haben, nochmal gegen starke Arenaleiter zu kämpfen. Die Rematches kann man tagtäglich machen, ihr solltet aber bedenken, dass ihr auch die Rätsel in der Arena lösen müsst, um zum Arenaleiter zu gelangen. Außerdem denke ich, dass man nach der Afterstory und den ganzen Events, welche man vorher gemacht hat, halt deutlich besser vorbereitet ist als direkt nach der Liga. Ein weiteres tägliches Event gibt es da aber tatsächlich noch. Dazu müsst ihr in Sonneweg zum Marktplatz gehen. In Sonneweg könnt ihr dann das Fleißband auf diesem Marktplatz bekommen und täglich wechselnde Sticker. In Sonneweg könnt ihr übrigens auch ein weiteres Band abstauben, das ihr täglich bekommt. In der Nähe befindet sich nämlich eine Trainerin, die euch dann irgendwelche seltsamen Bänder gibt. Bei mir war es, glaube ich, Band der Traurigkeit. Also ich bin nicht traurig, aber danke fürs Band. Ich nehme es trotzdem gerne. Ihr solltet das wirklich auch am Ende in Anspruch nehmen, denn ins Bändersyndikat kommt ihr nur rein, wenn ihr mindestens 10 Bänder auf einem Pokémon habt. Dort könnt ihr weitere, teure, exklusive Bänder kaufen oder aber auch eure Pokémon massieren. Hier ist eine Besonderheit, denn ihr könnt auch Eier massieren lassen. Sorry, dass ich es so sagen musste, aber es ist halt legit die Wahrheit. Wenn ihr eure Eier dann erfolgreich massiert habt, könnt ihr auch endlich zum Hamanasu-Park gehen. Dort gibt es einen NPC, bei dem ihr Pokémon zeigen könnt. Ich weiß nicht ganz genau, was ihr hier für Belohnungen bekommen könnt und ob das jetzt ein tägliches Event ist oder nicht, deswegen habe ich es recht am Schluss erwähnt.
Wenn wir jetzt aber schon im Hamanasu-Park sind, kommen wir jetzt auch zu diesem. Für die Story und für die Arena-Leiter ist es nicht wirklich relevant, die legendären Pokémon zu besitzen. Am Ende allerdings solltet ihr die legendären Pokémon wirklich alle fangen. Die Enigma-Fragmente sammelt ihr übrigens am besten mit euren Freunden und mit der Technik, welche ich euch in meinem Untergrundvideo vorgestellt hatte. Ich denke, das ist auch eine der Aufgaben, die wahrscheinlich mehr als einen Tag in Anspruch nimmt. Also wenn ihr hier mehr als einen Tag Zeit dafür braucht, ist es auch nicht wirklich schlimm. Diese Sache hier ist für manche optional und für andere wiederum nicht. Wenn ihr den Duellturm machen wollt, nur zu, ich denke, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Zu dem Zeitpunkt habt ihr ja alle Arena-Leiter einmal herausgefordert, die Story abgeschlossen und so weiter. Und ich denke, das ist auch ein wirklich guter Zeitpunkt, wenn man den Duellturm machen möchte. Also ich würde den Duellturm wirklich als vorletztes machen bei eurer Abenteuerreise, weil das kann wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen. Denn ein Duellturm-Team zu finden, ist glaube ich auch nicht immer so einfach. Wenn aber alles von diesen Sachen gemacht ist, dann solltet ihr euch konzentrieren auf die größte Aufgabe in Pokémon. Und ihr könnt es vielleicht erahnen, es ist es, den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Für den nationalen Pokédex übrigens müsst ihr nur alle Pokémon sehen. Jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ihr die ganzen anderen Aufgaben vorher machen solltet, denn viele der Pokémon habt ihr durch diese anderen Aufgaben bereits gesehen. Füllt ihr die verbleibenden Lücken auf, erhaltet ihr am Ende den Schillerpin. Den erhaltet ihr übrigens mal wieder bei Hotel Prachtsee. Ich glaube, die Stelle habe ich gefühlt schon dreimal eingeblendet, aber hier bitte, hier ist sie nochmal. Vergiss nicht, dass der Schillerpin im Moment nur für die Pokémon im Ei wirkt. Das heißt, wilde Pokémon mit dem Schillerpin erhöht mit einer Shiny-Rate anzutreffen, ist bei dem Spiel nix. Ich kann euch übrigens gut nachvollziehen, wenn ihr diese Aufgabe nicht machen wollt. Ich denke, es gibt sicherlich auch noch andere Aufgaben, die man nach dem Champ machen kann. Ihr könnt ja mal eure Aufgaben in die Kommentare schreiben, da bin ich richtig gespannt drauf, was ihr da so alles für Ideen habt. Übrigens, wenn ihr maximal schnell auf Level 100 kommen wollt in strahlender Diamantleuchtende Perle, oben rechts klicken. Unten rechts findet ihr den Untergrundguide. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, wenn dir meine Videos gefallen. Bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.